gestatten Jürgen Steinhilber Stadtrat und Ilona Reiser Stadträtin. Und beide sind Piraten. Nein, nein, nicht äußerlich, aber von der inneren Überzeugung her steht die Fraktion zu ihrer neuen Partei. Was mir dort gefallen hat, ist vor allem Transparenz der politischen Entscheidungen und Stärkung oder Erhalt der Bürgerrechte. Mitgestalten, mitbestimmen, hoher Grad an Freiheit, also Liberalität. Das sind jetzt Bundesparteiprogrammpunkte, die man direkt auch in der Kommunalpolitik anwenden kann. Bei der ersten Sitzung im Kommunalparlament gibt der neue Piratenkapitän dann gleich eine kurze Navigationshilfe zum künftigen Kurs. Die Piraten dabei nur als eine übliche Partei anzusehen, beschreibt diese zu ungenau. Die Piraten sind vielmehr eine Bewegung. Vielen Dank, Herr Steinhilber. Sie haben im Gemeinderat, auch als Sie noch freier Wähler waren, immer bewiesen, dass Sie ein Freigeist sind. Jetzt wird ein Freibeuter aus Ihnen. Dass die beiden Freibeuter ab jetzt im Tübinger Gemeinderat segeln, freut natürlich auch die Parteispitze. Es wären nicht die typischen Piraten, wenn man sich einen Piraten vorstellt, aber ich habe absolut keine Zweifel, dass Herr Steinhilber und Frau Reiser piratige Ideale vertreten und eine Politik machen, die zur Piratenpartei passt. Denn die beiden Kommunalpiraten wollen auch technisch immer auf Höhe der Zeit sein. So ist es für sie selbstverständlich, dass sie moderne Kommunikationsmittel nutzen, um mit der Basis in Kontakt zu bleiben. Auf der neu gestalteten Homepage wird ein Bürgerforum eingerichtet und auch die sozialen Medien werden genutzt. Wir haben jetzt ganz neu eine Twitter-Seite für die Fraktion, für die Tübinger Fraktion. Und selbstverständlich werden wir da dann dementsprechend auch twittern. Auch aus der Sitzung raus? Das wahrscheinlich nicht. Weil ich bin noch vom Geschehen im Gemeinderat, das ist jetzt heute meine dritte Sitzung, da bin ich eigentlich schon noch so wie ein Erstklässler und pass noch eher auf, was geschieht. Schließlich wollen die neuen Gemeinderatspiraten keinen möglichen Einsatz verpassen, egal ob als Schiffskapitän oder als Leichtmatrose der neuen Tübinger Fraktion.